den richtigen Dünger kommt's an, hat er gesagt. IRC schon mal was geworden? Ach, hör mir auf. Das geht jetzt schon ein halbes Jahr so und ich habe es genauso gemacht, wie du es mir damals gesagt hast. Oh. Warum ging das bei dir denn so schnell? Ist ja ein John Deere. Da muss das hier doppelt so schnell gehen. Weißt du was? Ich komme in einem halben Jahr nochmal wieder und dann sehen wir weiter. Ja. Was ist das? Da. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Oder was es wird. Auf den Dünger kommt's an, hast du selbst gesagt. Kam der jetzt da aus der Erde raus? Ja, hast du doch gesehen. Ja, aber was war das denn bitte für ein Dünger? Anscheinend ein guter. Aber ich glaube, die brauchen erstmal noch ein bisschen. Ja, aber dann wird eine Katze draus. Das hast du ja toll hingekriegt. Warte mal ab. Worauf denn? Was soll denn da noch großartig passieren? Ja, das werden wir jetzt gleich schon sehen. Wo geht's denn jetzt hin? Ach, wahrscheinlich da, wo es wärmer ist. Wärmer? Ja, die hat doch jetzt ein halbes Jahr im Boden drin gesteckt. Ja, vielleicht gibst du ihr dann mal ein bisschen Milch. Jetzt vielleicht auch noch, dann wächst sie vielleicht noch und wird größer. Jetzt läuft sie zum Hof. Komm, wir gucken mal, wo die hingeht. Ach, das ist mir zu blöd. Ich lauf doch nicht einer Katze hinterher. Wo ist denn? Da ist sie. Ach, komm mal. Ach, entspann dich. Was macht's denn jetzt? Guck mal, jetzt geht's in eine Scheune. Ja, die fängt sich bestimmt Mäuschen oder so. Die hat ja auch bestimmt einen riesen Kohldampf. Die war ja ein halbes Jahr unter der Erde und jetzt hat sie Hunger. Meinst du? Ja, warum nicht? Hast du dem John Deere auch Mäuse gegeben? Nein, der brauchte nur Liebe. Hm. Und da ich ein großes Herz habe, ist er natürlich auch so schön gewachsen. Ja. Ja, los, komm, wir gehen mal hin. Ich trau mich gar nicht, die Scheune auf. Du wirst wohl keine Angst vor der Katze haben. Ja, was weißt du? Komm, wir gehen mal hin. Ja. Vielleicht ist es doch keine Katze. Was war denn das jetzt? Wer macht denn jetzt das Tor auf? Ja, ich war gerade schon. Es ist ein Puma! Ich hab's doch gewusst! Mein Puma! Bernhard, pass auf, da war erst eine kleine Katze, dann ist sie aus dem Boden gekommen und dann ist sie in eine Scheune gelaufen und dann stand da ein Puma. Was erzählst du da schon wieder? Ja, der hatte roten Dünger. Genau deswegen rufe ich an, mein Dorz ist in die Jahre gekommen, ich brauche einen neuen. Was für einen Dünger nehme ich da wohl am besten? Oh oh. Das war unser Video, so entsteht ein Case. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wir haben mit eurer Hilfe es geschafft, dass wir über 55.000 Abonnenten auf YouTube haben. Das ist absolut wahnsinnig. Wem diese Videos gefallen von uns, abonniert uns, aktiviert die Glocke und bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir etwas Neues, etwas Lustiges über die Landwirtschaft posten. Jetzt nochmal eine kleine Sache von uns, von Einfachbauer.
an euch da draußen, die uns alle so herzlich folgen und unsere Videos unterhaltsam finden. Wir haben uns gedacht, da 2020 ein schwieriges Jahr war, hauen wir nochmal zum Jahresende was raus. Und zwar haben wir jetzt zwischen den Feiertagen einmal ein Shirt und eine Einfach-Bauer-Mütze im Shop. Und zwar für zusammen 29,90 Euro. Ihr könnt also nochmal ordentlich sparen in den letzten Tagen. Verschicken werden wir das Ganze auch zeitnah. Das heißt, es geht direkt in die Post und zu euch nach Hause. Wir möchten Danke sagen für 2020, auch wenn es nicht das beste Jahr war. Aber es können nur bessere Zeiten kommen. Also macht's gut, bleibt uns treu. Das war Einfach Bauer mit Comedy vom Land.